Digitalisierung von Innenräumen ist momentan ein ganz großes Thema. Man bekommt es auch in diesen Schlagworten mit, BIM, Facility Management. Mein Name ist Christoph Wintrup, bin geschäftsführender Gesellschafter von der Firma Hemminger. Wir sind mittlerweile seit knapp 50 Jahren am Markt, verstehen uns so als innovativer Dienstleister in dem Bereich der Bestandsdaten, Datenhandling. Okay, also wir sind vor anderthalb Jahren mit NavVis zusammengekommen und über eine Kundenbeziehung, der uns auch unter anderem aufmerksam gemacht hat auf die Schnelligkeit von dem System, das uns natürlich auch im Moment überrascht und auch begeistert hat. Und seit Mitte letzten Jahres nutzen wir intensiv die Technik im Bereich der Bestandsdatenerfassung. Im speziellen Bereich der Bestandserfassung im Facility Management Bereich erfassen wir mit anderen Technologien ca. 600-700 Quadratmeter, 800 Quadratmeter pro Tag. Mit der Technologie von NavVis mit dem Trolley sind wir in der Lage, bis zu 8.000, 10.000 Quadratmeter am Tag im Immobilien- und Bürobereich zu erfassen, bis zu 30.000 Quadratmeter und mehr im Hallenbereich. Nach dem Mapping vor Ort erfolgt der automatische Post-Processing und Web-Processing-Prozess mit der NavVis-Software, der dann über Nacht durchläuft und die Daten dementsprechend aufbereitet, sodass man dann eigentlich innerhalb von ein, zwei Tagen die Daten links den Kunden zur Verfügung stellen kann. Die Befahrungsdaten liefern uns die Informationen von der Immobilie in Lage und in Höhe, das heißt weitere Bildinformationen dazu. Wir bereiten die Daten nach der Befahrung so auf, dass die über Datenschnittstellen wie COD, PLY oder LAS-Datenformate in die verschiedenen CAD-Systeme übernommen werden können. Wir haben verschiedene Systeme bei uns im Haus über MicroStation, AutoCAD. Der Output von den NavVis-Daten nutzen wir für die Modellierung von Gebäudedaten. Der Kunde wünscht in erster Linie 3D-Modelldaten bei uns. Daraus leiten wir wiederum die Grundrisseschnitte und Ansichten ab. Das ist wiederum die Basis für weitere Schritte, dem nach Flächenermittlung, nach IN, nach GIF zum Beispiel oder zum Thema Flucht- und Rettungspläne, die können daraus abgeleitet werden. Wir betreuen Kunden in den Bereichen von Kommunen, von der Automobilindustrie, im kommunalen Bereich zum Beispiel auch die Stadt Bad Liebenwerda, die jetzt auch für ihr virtuelles Rathaus die Daten nutzt. Natürlich auch in dem Bereich der Automobilindustrie, unter anderem bei Daimler, wo wir umfangreiche Datenbestände bereits erfasst haben und dementsprechende Daten aufbereiten.